Ja, hallo ihr Lieben und willkommen mal wieder zu einem kleinen Pablo-Video von mir. Und zwar habe ich hier, guckt mal an, vom 9.8.2022, wird man wahrscheinlich nicht lesen können. Damals mein Vlog 6, bevor ich dann meine YouTube-Pause gemacht habe bis zum Februar. Da hieß das Bricklink eBay Store Vlog 6 Store erweitert, größte Bestellung bisher, Superstart auf eBay. Und da hat damals der liebe Jan bestellt. Und das war damals meine mit Abstand größte Bestellung. Und das war so richtig so der Startschuss für meinen Bricklink Store. Und ich habe das damals dann so im Zeitraffer-Video gepackt. Und wie das so ist, wir haben jetzt fast ein Jahr rum. Und er ist mittlerweile bei mir sogar der Top-Käufer geworden. Er hat, glaube ich, hier unter dem Video auch kommentiert. Er hatte das durch Zufall entdeckt, den YouTube-Kanal sogar. Und ja, richtig schön. Und die Teile, die hier sind aus dem Doctor Strange-Set, die er damals mitbestellt hat, da diese Elefantenrüssel Oliv, hier die, habe ich tatsächlich heute sogar nochmal verkauft. Nicht an ihn, an jemand anders. Aber in diesem Pablo hier soll es dann nochmal um seine Bestellung gehen. Und das ist doch wunderschön. Ich habe mich echt gefreut. Ich habe gestern ja Hochzeitstag mit meiner Frau gehabt. Und wir haben einen Film geguckt. Ich stehe einmal auf, packe mir hier die Sachen rüber, mache die Kamera so, dass ihr was seht. Und als dann der Film guckt, habe ich dann gelesen, Jan XY hat bestellt. Da habe ich gedacht, ah, guck mal, da ist er mit dem. Das war damals einer unserer Startschüsse. Und ich habe mich wirklich gefreut, als ich dann in einer Filmpause auf mein Handy geguckt habe und du hast bei mir bestellt. Also vielen Dank dafür. Und ich habe gedacht, ich nutze dieses Pablo einfach mal jetzt, weil das ja passt so, dass er nochmal bestellt hat. Wie viele hast du davon? 8 Stück. Ja, das sind auch schöne Blätter. Dass er bei mir bestellt hat, dass ich dann nochmal so ein bisschen sage, was ich in der nächsten Zeit vorhabe. Die Bestellung ist jetzt auch nicht mit so vielen Lots. Das heißt, das kriegen wir alles gemütlich hin. Und ja, ein Jahr auf Bricklink. Da ist jetzt natürlich, ich habe ja versprochen, dass ich ein bisschen mein Geschäft in dem einem Jahr, was ich so gemacht habe, Revue passieren lasse. Und da wollte ich euch heute mal ein bisschen so teasern, was dann in den nächsten Tagen bei mir zu erwarten ist. Ich werde natürlich nicht alle meine Sachen offenlegen, von wegen, wie viel habe ich insgesamt verdient, ausgegeben und so weiter. Nicht, weil ich es nicht will, damit hätte ich gar kein Problem, weil es ist ja ein Projekt. Und wie viel Einnahmen wir hier hatten, da habe ich kein Problem mit. Aber ich habe mittlerweile, ich gehe auf die 800. Rechnung zu, die ich schreibe. Und es wird mir einfach zu viel, wenn ich eBay, Brickowl und Bricklink gemeinsam mache. Weswegen ich mich dazu entschieden habe, weil mein Kanal ja hauptsächlich um Bricklink geht, dass ich nur dann meine Bricklink-Sachen mache. Also, wie viel haben wir auf Bricklink eingenommen? Wie viele Verkäufe hatten wir in dem Jahr? Und was für Summen sind da zusammengekommen? Und darum soll es tatsächlich dann in dieser Zusammenfassung gehen. Und mein Plan ist, ich weiß noch nicht, wie ich das schaffe, weil das halt, ich habe ja nie so in Excel-Tabellen mitgeschrieben. Im Nachhinein denke ich mir, wäre das gut gewesen. Vielleicht mache ich das fürs zweite Jahr, dass ich immer am Ende des Monats diese Statistiken mache, wie ich sie früher in meinen Vlogs hatte. Weil das Problem, was ich jetzt natürlich habe, ist, dass es eine Menge Arbeit ist, sich alles rauszusuchen und wieder herauszukriegen. So, hier sollen jetzt Dark Blue Spray Plates sein. Da sind sie auch. Ich wollte schon sagen, das wundert mich aber, dass die in der Tüte sind, aber sie sind hier. Genau. Und das heißt, da werden wir dann so Statistiken machen, wie viele Käufe hatten wir auf Bricklink, wie viel Geld haben wir auf Bricklink eingenommen. Ich wollte dann auch nochmal aufschlüsseln und aufschreiben, wie viel Geld wir für Lego ausgegeben haben im Jahr. Das heißt, wahrscheinlich in dem, was ich euch aufschlüssel, werden die Einnahmen geringer sein als das, was ich für Lego ausgegeben habe. Einfach aus dem Grund, ich sage ja nur die Einnahmen von Bricklink dann. Ansonsten wird es echt zu kompliziert. Jetzt muss ich einmal zählen. 2, 4, 6, 8, 10. Und dann kommen noch 2 dazu, dann kommen 12 dazu. Ja, das heißt, ich werde euch dann ganz genau sagen, wie kann sich das lohnen, wenn man in einem Jahr auf Bricklink verkauft. Und in meinem Fall hat es sich sehr gelohnt. Bevor ich dann aber diese ganzen Werte da raushaue, wollte ich dann auch nochmal, das werde ich dann in dem Video auch machen und hier auch nochmal erwähnen. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, was ist das, eine 1x2-Fliese da? Die Zahlen, die ich habe, oder
alles repräsentieren, was auf Bricklink möglich ist. Weil man muss einfach realistisch sagen, dass dadurch, dass mein YouTube-Kanal wesentlich erfolgreicher ist, als man es jemals hätte planen oder erahnen können. Ich habe ja nie damit gerechnet, dass wir hier so viele Abonnenten bekommen. Und natürlich sind der Hauptteil meiner Bestellungen kommt durch die YouTube-Zuschauer. Das heißt, ihr werdet da Zahlen sehen, die wirklich super sind. Also wir sind von den 500 Euro, die suche ich gleich raus, haben wir einen Inventarwert auf, glaube ich, knapp unter 20.000 sind wir jetzt mittlerweile. Wir verlieren natürlich hier immer so ein bisschen was, wenn jetzt so große Bestellungen kommen wie diese oder die ich heute Abend hatte. Das ist auch ganz klar. Aber darum geht es ja, wir wollen es verkaufen. Aber das ist auch nochmal ein wichtiger Spoiler, den ich nochmal sagen wollte, während ich hier diese Bestellung packe. 2, 4, 6, 7, das heißt, es fehlen noch 3. Natürlich sind meine Zahlen richtig gut und viel besser, als ich selber jemals im Vorfeld erwartet hätte. Aber ihr dürft natürlich nicht damit rechnen, wenn ihr euch meine Videos anseht und einen Bricklink Store macht, dass das genauso dann läuft oder dass ihr die gleichen Zahlen habt. Weil wenn ich alle Bestellungen abziehe, die nicht von YouTube kommen, dann sind die Zahlen natürlich viel, viel schlechter. Also mittlerweile hat wirklich mehr als jede zweite Bestellung bei mir einen Kommentar, dass derjenige sich meine YouTube-Videos angeguckt hat und aufgrund der YouTube-Videos dann bei mir bestellt hat. Das hier war wieder so ein Mischfach bei mir. Das sind auch noch solche Sachen, die ich gerne abschaffen würde, aber aus Platzmangel sind sie möglich. 2, 4, 6, 8 und 10, und sind alle. Genau. Und das ist wirklich was, das dürft ihr nicht vergessen. Also macht das definitiv. Also einen Bricklink Store empfehle ich jedem, der da Lust drauf hat. 4, 6, 8 und 10. Aber bedenkt bitte und beachtet bitte, dass diese Sachen, die ihr bei YouTubern seht, diesen Erfolg in Anführungsstrichen, dass der natürlich nicht von ungefähr kommt. Und was ich dann auch wirklich immer als Tipp gebe oder auch ja immer empfehle, wenn ich gefragt werde, ist, macht euch auch einen YouTube-Kanal. So ein YouTube-Kanal ist wirklich die beste und kostengünstigste Werbeplattform, die ihr haben könnt. Und es ist ja egal, ob... jetzt finde ich hier die Platte nicht. Es ist ja egal, wie ihr diesen YouTube-Kanal aufzieht und wie viele Abonnenten ihr habt. Es geht ja auch gar nicht darum, viele Abonnenten zu kriegen, sondern einfach, wenn ihr 2 Bestellungen im Monat habt, wo ihr einen Zuschauer habt, der auf eurem Kanal bestellt, weil er eben euren Kanal gesehen hat, dann reicht das ja schon vollkommen. Also wirklich, wenn überlegt euch, ein eigener YouTube-Kanal macht definitiv Sinn, wenn ihr auch sowas machen wollt. Aber ja, ich werde jetzt mal die Bestellung hier zu Ende packen und sie euch am Ende auch zeigen. Ich wollte auch nur noch einmal hier danke dem lieben Jan sagen für diese Bestellung und ein bisschen erzählen, was ich vorhabe. Ich habe jetzt hier einen Stein, die 2x16 Plate in Dark Bluish Gray, die nicht in dem Fach ist, in dem sie sein soll. Und die werde ich aber jetzt finden, da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Das ist ja eine große Plate und die suche ich mal raus und dann melde ich mich gleich mal bei euch wieder und sage euch dann auch, wo sie sich versteckt hatte. Und es sind ja hier nur noch 4 andere Lots, die fehlen. Dann melde ich mich gleich nochmal wieder, weil groß Themen vorbereitet für das Video hatte ich jetzt auch gar nicht. Das war jetzt eine Suche. Da sind die 2x16, die 6 Stück. Ich habe jetzt überall gesucht und habe dann geguckt, wo andere 2x16 Plates sind und so. Und mein Fehler war, die waren tatsächlich alle 6 in der Tüte mit drin, wo die 2x14 Plates waren, als ich sie damals ausgepartet habe. Weil das war meine Idee, dann jetzt nach 10 Minuten suchen. Vielleicht habe ich sie damit reingepackt. Und es war tatsächlich so. Und jetzt habe ich sie zum Glück. Holla, die Waldfee. Gerade beim Jan hätte mir das echt extrem leid getan. Und zum Glück bin ich auf diese Idee gekommen. Jetzt sind sie alle 6 da und ich kann sie alle 6 abhaken. Und habe jetzt trotzdem noch 1, 2, 3, 4, 5 Lots zu packen. Ahu! Da habe ich gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Aber da kann man dann auch wieder was draus lernen, dass man wirklich nicht müde einstellen sollte. Ne? Das, sowas passiert halt immer mal wieder. Und ich verstehe aber gar nicht, wie mir das passiert ist. Da, weil ich habe sie ja in dieser Schublade hier, waren sie eingetragen. Und wie kommen die denn, obwohl ich sie da eintrage, nach da unten hin? Mir muss doch aufgefallen sein, dass ich beim Remark setzen
dass das Ding nicht eingestellt habe. Wisst ihr, was ich meine? Also Freunde, also manchmal frage ich mich, was ich hier verzapfe, wie ich das hinbekommen habe. Davon hat er alle 18 Stück genommen, auch sehr schön. Aber das sind so Fehler, die eigentlich nicht passieren dürfen. Weil ich verstehe nicht wirklich, was ich da gemacht habe. Ich trage Q0129 rein und sie landen bei H03 in den 2x14ern. Oder das, wie ich mir das vielleicht erklären kann, was vielleicht Sinn machen könnte, vielleicht könnt ihr mir da folgen, dass ich von den 16er Plates schon welche in Q0129 hatte und beim Einstellen im Brickstore habe ich die übersprungen und habe sie dann beim Part-Out in denselben Becher getan und habe sie einfach zusammen weggekippt und habe gedacht, ja, die habe ich schon eingestellt und die liegen da, wo die anderen waren. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das kein eigenes neues Lot war, sondern dass das Lot schon vorhanden war und ich beim Part-Outen den Fehler gemacht habe und dann im Brickstore gedacht habe, als sie an dem Punkt da war, oh, dann habe ich die schon eingepackt. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Das muss ich hier, ich mache ja für meine Minifiguren Teile, ich mache ja nicht für jedes Slot eine einzelne Schublade, habe ich ja schon öfter erwähnt, zum Platz sparen. Muss ich mir hier so 4 so Nüsse rauskramen, jetzt mit einer Hand, weil ich die Kamera jetzt nicht mehr um habe. Aber er hat sich 4 solche lustigen Nüsse rausgesucht und davon sollte ich 8 haben. Komm, Freunde, da ist doch die letzte. Genau. Die 4 kommen dahin zu seinen bedruckten Sachen. Und jetzt machen wir den Rest noch zusammen. SG0107. Wie viele Minifiguren ich immer auspaten. Aber man will ja Abwechslung haben. 0107 ist hier. Lange Rede, das ist auch so ein Fach. Die Steine habe ich so selten. Das sind so Platzspartipps. Es färbt doch nicht. Schmeißt sie doch zusammen. Das passt doch. So, die 3 kommen dahin. Und dann haben wir ein T0204. Das ist hier oben. Ich nutze ja jeden Zentimeter. Und da diese Waffenpacks von den neuen Ninjago-Dingern habe ich alle zusammen einfach gepackt. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen Looky-Looky machen. Wir haben hier einen so einen Knochenboomerang, davon bleiben 19 übrig. Und eine so eine Spitzaxt, das ging ziemlich einfach, sehr schön. Ja, und damit ist die Bestellung gepackt. Ich tüte sie jetzt noch ein, zeige sie dann noch euch einmal. Aber dann haben wir eigentlich, obwohl ich nur darüber reden wollte, was ich in den nächsten Wochen für Videos mache, haben wir für den Jan die schöne Bestellung hier noch gepackt mit Fehlersuche. Und ja, sowas kann dann auch passieren. Ich gehe echt davon aus, es war kein neues Slot. In dem Fach waren welche drin. Und ich habe beim Ausparten die alle in einem Fach gehabt. Die sind ja nur 2 Noppen auseinander hier. Und habe dann beim Runtergehen einfach die alle da unten in die Tüte gepackt, in H03. Aber gut, ich habe alle deine Steine gefunden. Es passt alles. Ich werde gleich mal gucken, ob ich was Schönes finde, was ich dir noch dabei legen kann. Und ja, dann hoffe ich, dass du wieder zufrieden mit deiner Bestellung bist. Bedanke mich schon mal, aber ich zeige sie gleich nochmal komplett. Ja, und dann haben wir die Bestellung für den Jan eingeschweißt. Wir haben ja dann doch noch alles gefunden mit ein bisschen Holprigen. Da ist die erste Tüte dann. Dann hier wieder ein paar große Bricks und 2x4 Bricks sind dabei. Hier diese Brick Modified sind relativ selten und die Farmteile, die ja so beliebt sind. Hier dann noch, weil er wirklich in meinem ersten Jahr mit 5 Bestellungen absoluter Top-Besteller war. Also so viel wie du mit 5 Bestellungen hat keiner bei mir im ersten Jahr bestellt. Dazu kommt noch, dass du halt wirklich die erste wirklich nennenswert große Bestellung bei mir hattest. Also vielen Dank an dich. Die kleine Krone gibt es dabei und sogar doppelte Portion Nervennahrung. Und ich habe mir gedacht, noch als Dankeschön lege ich dir nochmal hier so eine ganze dicke Tüte dabei. Unten in der Tüte sind tatsächlich Steine, die zu deiner Bestellung passen. Also große Bricks in Dark Grey, die Plates und auch die Technik-Bricks, die du bestellt hast. Oben in der Tüte die andere Hälfte, da habe ich einfach in mein Konvolut reingegriffen. Es sind alles gebrauchte Steine, aber ich hoffe, du wirst sie irgendwann gebrauchen können. Ich habe auch nochmal Danke draufgeschrieben. Ich packe das jetzt alles hier schön in den Karton rein. So, dann macht sich das auf dem Weg zu dir. Wenn du nicht alles davon gebrauchen kannst, aber so wie ich das rauslese, baust du ja relativ viel. Ich denke, du wirst einen Fundus haben, wo du die Teile unterbringst. Und wirklich vielen, vielen Dank an dich. 5 Bestellungen im ersten Jahr bei mir. Also war, ich bin sprachlos, wirklich. Und das war aber der Grund, warum ich das Video gemacht habe, weil ich dir einfach nochmal so Danke sagen wollte. Und es ist wirklich schön, wenn ihr wieder zu mir kommt. Das gefällt mir sehr.
Also viel Spaß mit den Steinen. Ich hoffe, bei den Extrasteinen ist was bei, was dir hilft. Und danke für deine tolle, tolle Bestellung und den Support in meinem ersten Jahr. Vielen Dank, mein Lieber. Und damit beende ich auch das Video. Und ich freue mich auf die nächsten Tage, wo ich die Auswertung mache. Ich weiß selber noch nicht, wie viel es insgesamt war. Ich habe ja immer nur Monat für Monat geguckt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, lassen wir uns überraschen. War auf jeden Fall ein schönes, schönes erstes Jahr. Und hier schließt sich ein Kreis mit seiner ersten Bestellung und jetzt seiner fünften Bestellung. Ist schön. Das macht mir wirklich Freude.